Hallo, willkommen zurück. Wir machen Schnitzeljagd. Das steht mal wieder eine Runde an, haben wir schon ein paar Mal gemacht, ne? Mhm, stimmt. Mit Sniper und Gewehr und jetzt machen wir mit Revolver. Richtig. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Bereit für alle Schandtaten. Schön. Wunderbar. Dann setze ich mich mal ins Auto. Das immer so schön wackelt, wenn man sich reinsetzt. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ah, das sind die Stoßdämpfer. Ach so. Hui. Aber das muss so. Hoch an dem Weg. Ja, ja. So, hier irgendwo. Ja, hier lag dann schon das erste Teil. Schön. Ja. Postkasten. Immer alles leer machen hier. Ach, da oben liegt ein Teil, so wie es aussieht. Wie kommt man denn da hoch? Ja, von hier schon mal nicht. Von da oben vielleicht. So, jetzt. Komm schon. Ich wollte gerade sagen, sei kein Frosch, aber doch, die hüpfen nämlich so gut. So. Oh Gott, komm schon. Ja, zählt doch kein Quark. Huch. Schwupp. Na bitte. Dann ist noch ein Teil da drin. Komme ich denn da dran? Muss ich auf das Rad schießen? Nee, eher nicht so, ne? Sieht nicht so aus. Aber wie kommt man denn da rein? So auch nicht. Das war daneben. Ach, warte mal, da oben ist auf jeden Fall so eine Kante. Aber wie komme ich zu der Kante? Muss ich hier auf den Felsen vielleicht? Erstmal hier so. Und dann nicht darüber springen. So. Oh, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. So. Oh. Ah ja, und dann die Hüpf. Dann haben wir das Teil. Ah, und dann, was habe ich denn jetzt aufgemacht? Das Tor, dass du da rauskommst? Ach so, nee. Nee, irgendwie nicht. Ich muss hier rüber. Hm, okay. Was habe ich denn aufgemacht? Nee, nicht. Jetzt bin ich aber verwirrt. Was habe ich getan? Du tust einfach Dinge und da passiert was. Ja, richtig. Gut, ein Teil fehlt aber noch, ne? Ja. Nee, hier ist es nicht. Da wird mir was angezeigt, aber ich glaube, das ist nur so das generelle Gebiet. Und was ist das da? Achso, nur ein Schild. Ein Pseudoschild, ein Holo-Schild. Nee, die ist schon offen. Nee. Wir haben da noch einen Punkt auf der Karte, ne? Oder? Ja, aber der zeigt bei mir einfach nur genau hierhin. Nee, nee, ich meine auf der Minimap. Ja, das ist doch der hier, wo ich stehe. Ist das? Ja. Ja, aber ich meine, nee, da ist noch einer. Ist das eigener, so eigener Wegpunkt? Ist schon weg. Okay, sorry. Nee. Aber der war da. Ja, ja, glaube ich dir. Boah, keine Ahnung. Ja, ich frage mich jetzt auch, wofür habe ich denn dieses blöde Ding hier aufgemacht? Oder was hat es überhaupt getan? Ich gehe da nochmal hoch, wenn ich da hochkomme. Och, ja. Kai, come on. Komm, du bist doch ein junger, agiler Mann. Du schaffst das doch. So. Und dann bin ich nämlich hier hoch und dann habe ich das da nämlich gefunden. Und dann habe ich da das Rädchen gedreht. Aber ich sehe von hier aus nichts. Auch da drüben. Nochmal drehen kannst du wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee, ist auch nicht mehr grün oder so. Blinkt nichts mehr. Und das ist definitiv zu weit weg. Da oben drauf war ja auch schon ein Teil. Ah.
Achso. Liegt hier unten was? Nee, auch nicht. Liegt hier was? Nee, das ist nur die Station. Das ist hier das Strömdingens. Boah, das ist aber blöd. Ich habe keine Lust, hier 5 Stunden rumzusuchen nach dem Teil. Ganz oben vielleicht? Oh, da kommen wir aber gar nicht hin. Von hier aus nicht. Hoch. Nein, nicht wieder runterfallen. So. Nee, ich kann mir auch gar nicht richtig vorstellen, dass es da oben liegt, aber das muss auch nicht unbedingt was heißen. Ich sehe nichts. Der Lauf fehlt noch. Da haben wir einfach keinen guten Lauf jetzt. Nee. Ach, man kommt gar nicht rauf auf den Zaun. Okay. Gucken wir mal hier um dieses komische Gedingse hier. Nee. Oh, ich hänge fest. Da kommt man aber raus. Ich habe schon probiert. Ah, okay. Ja, sehr gut. Hey, aber wo soll das denn dann sein, bitte? Oh nein, da kommt ein Auto. Lass mich. Ah, der fährt vorbei. Das sind die Nachbarn. Ach so. Die cruisen ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir machen inzwischen einfach mal was anderes. Vielleicht ist das gerade momentan ein bisschen buggy und wenn wir wieder herkommen, dann funktioniert das. Das ist möglich. Wir haben ja noch Quests übrig, so ist es ja nicht. Das stimmt. Sehr komisch, ja. Und bevor wir uns hier noch 2-3 Folgen umgucken, ohne Ergebnis, machen wir einfach mal was anderes. Hast du recht. So, dann guck ich mal, was haben wir denn noch offen? Genau da liegt dein Problem nämlich. Ach, ich glaube, das war auch das Ventil. Deswegen konnte ich das drehen. Das war, glaube ich, alles davon. Ja, okay. Und genau da liegt dein Problem. Ja, richtig. Das hat das Spiel sehr gut erkannt. Nein, nicht wieder drehen. Nein, aus. Ach so, einmal hier rum. Moment. Der Berg steht im Weg. Oh. Weg mit dem Berg. Ach, können wir da gar nicht hinfahren? Und dann zerbröselt das Auto wieder. Ja, wahrscheinlich. Nee, wir können da gar nicht hinfahren. Ach, sie haben dann die 83 Meter da. Ja, auch wieder wahr. Ich habe halt gerne das Auto in der Nähe, aber wenn es nicht geht, dann halt nicht. Es ist ja in der Nähe, es ist ja nicht so weit weg. Hinter dir. Da kommen noch mehr. Oh, da ist schon wieder so ein Badass. Mein Gott. Das ist ja einfach verschwindet. Ja, ne? Denn nicht? Du hast das Rädchen gedreht? Ja, sehr schön. Ja, ich habe am Rad gedreht. Das finde ich gut. Nee, so. Jawohl.
So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, da, so, genau. Okay, 300 Meter. Ja, genau. Okay. Jetzt ist der Punkt weg. Nee, bei mir nicht. Da ist er. Ah ja, ist hier schon. Vor mir gleich wieder die Karre um die Ohren fliegt. Gibt's hier was zu holen? Ne, hier waren wir nämlich schon. Gut, dann haben wir die Ventile auch erledigt. Was haben wir denn dann noch offen? Geister der Kammer. Na dann. Ja, bin da. Ui. Ui. Oh, oh, oh. Hilfe! Hilfe! Wow. Ach, ich sehe nix! Aua! Aua! Hilfe! Mein Kopf! Was denn? Auch nichts, alles ist nichts passiert! Fährst du in die richtige Richtung? Ich glaube nicht. Nee, tust du nicht. Da ist der Punkt bei mir. Bei mir nicht. Du hast die Quest nicht gewechselt, oder? Elementar-Artefakt. Ja, das, genau. Hier ist nur die, zum Abgeben. Ja. Aber ist egal, dann geben wir halt die eine erst ab. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mich auf einer geraden Strecke verfahren habe? Nee, ich bin mal so frech und ja. Was hat denn jetzt die Quest aktiviert? Die wollen wir doch machen, die ist da hinten, ja. Haben wir wieder einen eigenen Punkt auf der Karte, einen goldenen? Ich habe gar keinen. Da oben. Oh. Ja. Oh, schau, wie er tanzt. Oh, ja, wunderhübsch. Jetzt gesagt, was geht ab? Macht sie nieder, hat er bei mir gesagt. Oh. Ja. Oh. Danke. Ruhe hier. Ich bin schon ruhig. Oh, ich glaube, du musst mit hier drauf. Das ist ein Aufzug, so wie es aussieht. Ja. Oh, Hui. Nein, es ist ein Runterzug. Ein Abzug. Ja. Es wird abgezogen. Das da, und da, über uns wäre dann die Abzugshaube, ja? Ja. Was müssen wir hier tun? Leute töten, ja, was auch sonst. Okay, das ging ja hier alles noch. Ich habe auch einen getroffen. Davon bin ich ausgegangen. Was sollen wir denn hier machen? Elementarartefakt finden. Ach, sagt die Quest hier wieder nicht. Hab ich hier den eigenen Punkt gesetzt? Nee. Oder hab ich? Oh, das sieht ja aber nach Boss aus. Oh, dabei ist das nicht mal die Hauptquest. Aber ja, tut es. Ah!
Die Viecher kenne ich übrigens. Ja, aus unendlicher Geschichte. Nee, das meinte ich nicht. Oh. Ah! Ih! Aua. Nee, nee, lass das mal. Oh nein. Ah. Warte, ich bring mal einen Gegner mit. Ja, bitte. Der Halte? Oh nein! Das sind aber ganz seltsame Animationen jetzt. Voll dachte ich, du hättest den getötet. Hatte ich eigentlich auch. Ja, ne? Bin ich denn jetzt wieder? Ich warte mal hier. Ach eh, da. Und dann verteile ich nochmal einen Skillpunkt. Ich bin quasi nur ums Eck. Ja. Ah, hallöchen. Guten Abend. Da ist noch was in der Kiste. Im Gebüsch? In der Kiste. So. Yeah, verdammt. So. Jetzt hätten wir nur noch die Schnitzeljagd offen. Tja, na dann. Dann wird mal weiter geschnitzelt. Ist hier irgendwas versteckt noch? Nee, ne? Nee, hier nicht. Ich finde, hier sieht schon echt cool aus. Ich mag das. Eigentlich ja. So. Hier sind Automaten, aber die haben, glaube ich, keine Muni, ne? Oder? Hat der hier Munition? Nicht schon. Nee, sieht nicht danach aus. Nee, dann nicht. Und auf geht's. Sehr gut. Tja, Schnitzeljagd. Wir können ja einfach nochmal gucken gehen. Und wenn wir es dann partout nicht finden, ja, dann machen wir halt was anderes. Ja. Eine Folgenpause zum Beispiel. Ja, genau. Aber da würde ich jetzt gerne noch einmal hinfahren. Hui. Ja. Ich gucke jetzt nochmal hier am Rand, überall. Da, ja, ich hab's. Was ist das? Gut, okay. Dann können wir abgeben gehen, wenn ich hier nicht festhängen würde. Hui. Und einmal F. Manchmal ist es das Beste, einfach nur einen anderen Blickwinkel zu haben. Das ist vollkommen richtig, ja. Aber ich meine, es hätte ja ein Bug sein können, unter Umständen. Ja, natürlich. So. Ist eigentlich schade, dass man heutzutage schon fast immer davon ausgeht, erstmal, oh, ist ein Bug. Ja, das stimmt, das stimmt, aber... Das war früher tatsächlich nicht so, damals, als ich noch klein war. Ja, aber weißt du, früher waren die Spiele halt auch einfach prinzipiell nicht immer direkt alle so mega verbuggt. Und heutzutage ist man ja, egal ob das Spiel quasi schon fertig entwickelt ist oder nicht, habe ich immer das Gefühl, man spielt erstmal Beta-Tester und dann kommen erstmal 5 Patches. Ja, ja, wenn ja. Wenn das Spiel fertig ist. So, Muni bin ich voll? Ja, Muni bin ich voll, scheinbar. Hab ich noch, ach, ich habe da noch Kram eingesammelt. Oh, der macht mehr Schaden. Schwupp. Ah, nee. Nee, nee. So, und dann der weg. Ermöglicht Explosionen.
Pass auf, ich teste die mal. Die macht mehr Schaden. Dann tauschen wir die auch einmal aus. Die macht noch mehr Schaden. Aber die hat, glaube ich, keinen Elementschaden, ne? Ah, ne, die macht weniger. Oh, ich vertue mich mal. Die macht weniger Schaden. Yes. Ich habe das mit dem Vergleichen hier noch nicht immer so ganz raus. Das ist ein bisschen tricky, ja. Ich möchte gerne die mit der vergleichen. Dann ist die schlechter. Okay, dann habe ich das jetzt soweit verstanden. Und hier glaube ich auch. Dann kommt die jetzt auch weg. Verkaufen. Schwupp. Ich habe noch ein Artefakt. Oh, ich habe noch ein Artefakt. Schwupp. Die möchte ich auch weg. Und die möchte ich bitte auch weg. Dann haben wir, glaube ich, noch Zeit kurz für die eine Quest, die wir noch offen haben. Hätte ich behauptet. Das sollte sich noch ausgehen. Okay. Töte Mad Mel und sprich mit dem Claptrap. Klar, wir töten noch Mad Mel. Da ist die Karre. Na dann. Bitte? Na dann. Ja, das kriegen wir noch hin. Glaube ich. Mad Mel? Ich hab mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verscherbelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Ja, und jetzt? Oh nein! Oh nein, wir müssen schon los. Ich will nicht fahren! Nein! Oh, hier ist es. Oh je. Hilfe. Dir geht's nicht so gut, ne? Nee, mir geht's nicht so gut. Oh, danke schön. Uiuiui. Ist schon bei Mad Mel? Nee, nee, nee. Ja, jetzt kommt er. Fuck. Ah, oh. Hallo? Soll ich gleich warten? Okay. Er hat mich überfahren. Er hat mich einfach überfahren. Ja, das passiert. Hey. Oh nein! Nein, nicht schon da oben! Ich komme da nicht raus! Ich bin gleich auch einfach wieder zurück. Er lädt heute noch! Ja, lädt und lädt. Vor. Na bitte. Na, wer sagt's denn? Merkmal ist nicht mehr als seiner verdammten Seele gnädig. Ich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich. Schaffe.
Ja! Danke! Oh. Hä? Ich bin auch tot. Was ist denn hier los? Oh, ich lebe wieder. Da, Medipack, Medipack, danke. Da sind noch Gegner. Oh. Das gibt's da nicht. Lade nach. So. Sehr gut. Ich glaube halt, das hätte man hier mit dem Auto regeln sollen. Aber mein Gott, ging auch ohne. Das Auto wollte nicht. Nee. Hat gestreikt. Puh. Was sagt die Karte? Ach, ist nicht so weit. Müssen wir da mit Claptrap sprechen. Bin mal gespannt, mit welchem. Ich sag mit dem blauen. Ich sag mit dem grünen. Boah, das hat mich jetzt viel Geld gekostet, das ganze Sterben. Aber gut, ist so. Egal, geschafft ist geschafft. Was für Geld? Du zahlst auch Gebühren, wenn du stirbst und die dich wieder beleben müssen? Wenn man Geld hat, dann vielleicht, ja. Ach so. Ja, dann. Dann. Na, welcher Clappy Trappy bist du? Ja, es ist der Grüne. Na. Na dann. Ich habe die Bestätigung, dass MacMill tot ist. Ja. Alle Clappers werden aufatmen. Cool. Warte bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Mhm. Hau in die Tasten. So mache ich das auch mal, wenn ich am PC sitze. So dann auch so ins, ins, ins. Klar, ja, das mache ich sowieso immer. Benutzen. New Haven, hallo. Aber das ist ja hübsch hier. Oh, wow. Hm. Ich komme gleich. Hm, ja, ja, ich stehe auch noch hier. Ich genieße diese wunderbare Aussicht. Oder so ähnlich. Oh. Oh, wow. Ist das nicht hübsch hier? Ja. Zum Schießen. Ja. Scooter lässt dir ausrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Ja, natürlich, weil wir hier immer alles für alle machen müssen. Das hier ist also New Haven. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja wirklich nicht. Hey, hier gibt's eine Waschmaschine. Oh, cool. Oh, guck mal, und ein Kühlschrank. Die kann ich benutzen. Da ist sogar was drin für mich. Ja. Na, ja. Und Mülleimer. Und schmeißt ihr den Müll dann eigentlich nicht in den Mülleimer? Oh. Ich glaube, dafür ist er zu klein. Ja. Aber hier gibt's Quests und so. Wie komme ich denn jetzt darauf? Ich melde mich, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Darren Flynns Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Okay, hat dir die Helena Pierce gerade auch Sachen erzählt? Ja, ja. Okay, dann ist gut. Okay, ich rede mal mit Scooter. Nein, okay. So, jetzt aber Scooter. Kann ich was für dich tun? Oh, wir sollen gucken, ob es TK Baha gut geht. Ei. Hey, dann bis später. Ja, bis später. Und hier war noch was, ne? Da bist du ja gerade schon hingelaufen. Ja, ja. Wie gehst du den negativen Elementen hier aus dem Weg? Klar. Es gibt hier wichtigere Dinge, als ein Märchen hinterher zu jagen. Die Kammer existiert nicht. Die Kammer existiert nicht. Das wollen wir doch noch mal sehen. Aber wahrscheinlich in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Oh, was für eine Überleitung. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei allen fürs Dabeisein und sage Tschüss. Ciao.